Bună ziua, numele meu este Lize Vilc și sunt dramaturg și autoarea textului Union Place. Guten Morgen, ich bin Alexandru Weinberger-Bara, der ist Regisseur des Stücks Union Place. I'm the director of the Union Place play. My name is Alexandru Weinberger-Bara, I am 28. I come from Romania. I'm living in Austria I've been living in Austria for 10 years. Bună dimineața, sunt Alexandru Weinberger-Bara, regizorul spectacolului Union Place de Elise Wilk, care va avea premiera peste două zile la Schauspielhaus Salzburg, pe 25 mai. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, also habe Deutsch und Rumänisch zusammengelernt. Am Anfang habe ich die beiden Sprachen sogar verwechselt und sprach in einer eigenen Sprache, die so ein bisschen Deutsch und ein bisschen Rumänisch war. Und ich komme aus Siebenbürgen, das ist sehr multikulturell geprägt, ein multikultureller Teil Rumäniens, wo früher viele Deutsche, Rumänen, Ungarn und Juden und Roma zusammen wohnten und lebten und wo man früher, also unsere Großeltern, konnten dann alle Sprachen und konnten sich verständigen, also Mehrsprachigkeit gehörte zum Alltag. Working in different languages with actors from different countries, you get a very, very quickly a very good idea of how many differences are in the understanding. It's also a beautiful process because everyone hears way more to each other and people are way more empathic to themselves. Ich spiele die Sophie. Das ist eine unabhängige Frau, Geschäftsfrau, verheiratet, es wird ein Haus gebaut und ich glaube, sie hat nicht mit dem gerechnet, was ihr an einem Nachmittag oder an einem Morgen in einem Café in Wien passiert. Ich spiele die Daniela, die aus Rumänien ursprünglich kommt und nach Deutschland gekommen ist, nachdem die EU-Grenzen geöffnet wurden. Und dort wollte sie sich, also primär erstmal um Geld zu verdienen und das dann ihrem Sohn zu schicken. Und dort hat sie sich dann versucht, als Schlagersängerin zu verwirklichen. Hat dann über eine Zeitungsannonce einen reichen Luxemburger kennengelernt und geheiratet und lebt dort mit dem dann jetzt in Luxemburg. Ho gioco per Mariana, o femeie simplă, rațională, care alege să rămână în România, în loc să plece cu iubitul ei peste graniță. Rudy, în schimb, este mai curajos și reușește să plece. Ea renunță la graniță și se întoarce înapoi în România. Die Geschichten, die da verhandelt werden, das sind eigentlich Alltagsgeschichten. Und sehr viele Alltagsgeschichten, die uns auch bewegen oder zutiefst bewegen, verhandeln wir zu Hause am Küchentisch oder wir verhandeln sie in Konferenzräumen an den berühmten runden Tischen. Ich war ja selbst 7 Jahre in Hermannstadt in Sibiu am Teatro Nacional Radu Stanca engagiert und ich muss zugeben, ich hatte ziemlichen Respekt, als es geheißen hat, jetzt kommt der Kollegin aus Temesvar und wir spielen das auf Rumänisch. Und ja, das ist schon ein Weilchen her, aber es hat, wie heißt das auf Neudeutsch, sofort gematcht. Die Sprache war wieder da, das Gefühl war für die Sprache wieder da und es war ja, vertraut, als käme ich, klingt vielleicht pathetisch, als käme ich heim. Also, naja, als Luxemburger ist man ja irgendwie gewohnt, dass man mehrsprachig aufwächst. Ich selbst, meine Muttersprache ist Luxemburgisch. Ich bevorzuge es, am liebsten auf Deutsch zu spielen. Deswegen war das eine Erfahrung, die ich so noch nicht kannte, besonders Rumänisch. Da habe ich überhaupt keinen Bezug zu dem Land und zu der Sprache. Aber die Kolleginnen sind ein Traum. Wir sind ein tolles Team und das macht Laune und Spaß und sicherlich vieles gelernt, auch was menschliche Erfahrungen angeht. Deswegen tolle Sache, tolle Erfahrung. Pentru mine, Union Place, de fapt, este această întâlnire între colegii din diferite țări. M-au primit foarte bine, cu multă căldură și multă iubire. Au avut grijă să mă
adaptez rapid. Și faptul că ne înțelegem atât de bine, deși vorbim limbi diferite, înseamnă că se poate să găsim o limbă comună. Și chiar și pe scenă, eu cu partenerul meu vorbim limbi diferite, eu nu înțeleg deloc germană, dar totuși am ajuns să ne înțelegem. Deci există un limbaj dincolo de limba diferită a fiecărui om pe lumea asta. Trebuie doar să-l găsim. Dacă îl căutăm, îl găsim. I speak only funny English, private and on a stage, English with a wrong accent. In this context, less I am many, how can I say, regulars for myself. Ich mochte diese Dreisprachigkeit ganz gern. Ich fand das ganz spannend. Natürlich gab es aber dadurch auch, weil wir dann als gemeinsame Sprache das Englisch hatten, auch ein paar Missverständnisse oder ein paar Dinge, die man ausführlicher erklären oder diskutieren musste. Ich lerne noch fleißig Rumänisch, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde vielleicht dann drei Sätze können nachher und es macht sehr viel Spaß mit den Leuten. It was really lovely to find out that theater doesn't really have borders. So theater is like an alive entity that works everywhere. It was a little bit difficult, the idea that I had to play in a different language, in English, which I speak, but still it was, let's call it interesting, to say the least, because there's just a different way of thinking in English than it is in Romanian. But the experience per se was really amazing, working with people from here and some and from other places. I just loved it. I just loved it. Ich habe für diese drei Hauptstränge letztendlich verschiedene Klangwelten irgendwie erzeugt. Und wobei in der Probensituation selbst sich andere Herangehensweisen nochmal ergeben haben und Erweiterungen in Übergängen. Deshalb, es war ein Prozess, der von einer Basis ausging, sich dann aber weiterentwickelt hat. Europa für mich ist eine Art von Freiheit, Verbindung, im besten Falle kein Krieg. Europa pentru mine este solidaritate, proactivitate și înțelegere și toleranță între oameni. Europa kann so viel sein, könnte so viel sein. Europa ist eine große Freihandelszone in erster Linie und ich glaube für den Menschen, den Bürger, ist es ein Raum der Freiheit. Mein Europagefühl. Im Moment muss ich sagen, fällt mir dazu ein Einwort, das ist Abgrenzung. In Europa ist știu că sună clișeu, dar este de fapt o mare familie în care, chiar dacă culturile noastre de multe ori sunt foarte diferite, avem foarte multe lucruri care ne leagă. Suntem diferiți, dar în același timp semănăm foarte mult, la nivel uman. Restul, nu știu, poate e doar politică. Europa, tolle idee, hat lange Zeit sehr gut funktioniert, aber es bröckelt gerade und das ist traurig. Wir müssen gucken, dass wir die Kurve kriegen, aber sehr schnell. Europa für mich ist immer noch eine sehr gute Idee. Europa pentru mine este și ar trebui să fie uniune și dincolo de toate astea iubire. Cred că limbajul comun de fapt este iubirea. Vielleicht eine überraschende Antwort. Europa ist für mich tatsächlich Freiheit, weil wir damit etwas gewonnen haben, was nicht nur Bewegungsfreiheit heißt, sondern auch tatsächlich Gedankenfreiheit. Und da müssen wir meiner Meinung nach tatsächlich extremst aufpassen, dass wir das nicht verlieren. Wir diskutieren sehr viel über Probleme, die Europa hat. Für mich bedeutet es trotzdem eine sehr, sehr gute Form des Lebens und ich bin sehr für Europa. Europa pentru mine este acasă.
Sabrin Ligurici. Peste întregul pământ, noaptea-și cântă romanța, pe strune de vânt, iau chitara suferat și împreună cu ea, legănată de dor.